Hallo, herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und mein Spezialgebiet ist natürlich die feinstoffliche Welt, das heißt das Energiefeld, die Aura, die Chakren, vergangene Leben, alles was man nicht so sehen kann, alles was man nicht so ganz greifen kann, das ist genau mein Gebiet und das finde ich immer noch sehr faszinierend. Ich starte mit dem heutigen Video eine Reihe von Meditationen, die sich auf den Körper beziehen. Und jetzt kannst du natürlich zu Recht fragen, naja, was hat das jetzt mit dem Körper zu tun? Also was hat Energetik mit dem Körper zu tun, wenn sich das doch eher mit dem Feinstofflichen, das heißt mit dem Inneren, mit dem Geistigen beschäftigt? Und das lässt sich relativ leicht erklären. Vom energetischen Denken her, vom Bild her, ist alles, was hier erscheint, alles, was hier Wirklichkeit wird, also in unserer Realität, was wir angreifen können, den Körper und damit dann auch alle Organe, ist eigentlich ein Spiegelbild, man kann sich das so vorstellen, ist ein Spiegelbild von den feinstofflichen Ebenen. Und dieses Spiegelbild kann dann auch was über deinen energetischen Zustand aussagen. Und deshalb ist es ganz spannend, sich auch mit diesen Ebenen zu beschäftigen. Das heißt, ich fange im konkret sichtbaren Bereich an, im materiellen Bereich an. Zum Beispiel, wie wir es heute machen werden, bei den Zähnen. Die kann ich ja sehen, die sind konkret da. Und schau, was ist für eine energetische Information dahinter? Was können die Zähne da jetzt aussagen? Und das ist ja ein ganz interessantes Gebiet. Stell dir einfach einmal vor, du kannst im Prinzip von jedem Körperteil in die feinstoffliche Ebene gehen. Das heißt, was sind da für Informationen gespeichert und wie kann man die bearbeiten? Und genau so werden diese Meditationen aufgebaut sein. Das heißt, wir werden jetzt die feinstofflichen Programme, die hinter den körperlichen Erscheinungsbildern liegen, die werden wir durcharbeiten. Und das ist ein sehr spannendes Gebiet. Denn du wirst merken, auch heute während der Meditation und während den Meditationen in den nächsten Wochen, auf welche Ebenen du kommst, was für Informationen dein Körper für dich da bereithält. Wenn du dir deine Zähne vorstellst oder einfach mal wahrnimmst, so mit der Zunge drüber fährst, und das Kiefer dir vorstellst, dann gibt es natürlich so ein Wort, das einem da gleich dazu einfällt, nämlich das Wort zusammenbeißen oder durchbeißen, den richtigen Biss haben. Das heißt, wir haben in unserer Sprache schon sehr viele so Worte, die mit beißen sich beschäftigen oder beißen jetzt im Wort enthalten haben, sich irgendwo festbeißen, nicht loslassen können zum Beispiel. All diese Themen können sich auch auf den Zähnen manifestieren. Es gibt da ganz eigene Programme und Tabellen, wo die Zähne sogar dann einzelnen Organen zugeordnet werden. Findest du ganz sicher im Internet und ich werde dir auch unten da was verlinken dazu, falls dich das interessiert. Bei der heutigen Reise beschäftigen wir uns also jetzt einmal mit dem Mundraum, mit den Zähnen, mit dem Kiefer, der ganzen Kiefermuskulatur und werden schauen, was haben wir hier für Informationen gespeichert und können diese auf der energetischen Ebene dann auch lösen. Also hinter dem, was im Körper erscheint, steht ein energetisches Programm und heute schauen wir uns an, was hinter deinen Zähnen steht und was wir da lösen können. Du brauchst da jetzt keine Vorbereitung haben, auch kein großes physisches Wissen über die Zähne haben. Das kannst du ganz entspannt einfach mal angehen. Die Meditation führe ich jetzt sowieso und die soll dich einfach inspirieren, dass da wirklich Heilung reinkommt. Also egal, wenn du mit den Zähnen oder Zahnfleisch oder Kiefer Probleme hast, dann kannst du das als einen Heilimpuls sehen, dass sich da etwas in die richtige Richtung bewegt. Wenn ich von Heilung spreche, meine ich das nicht im konservativ-medizinischen Sinn. Das bezieht sich einfach mal auf die energetische Ebene. Also diese ganzen Meditationen ersetzen natürlich keinen Arztbesuch,
sondern sie sollen dir einfach helfen, gute Impulse zu setzen. Und du wirst ja selber sehen, was sich da jetzt dann alles tut. Zähne sind ja für viele Leute ein Thema. Also manche haben natürlich mit Karies oder mit dem Zahnfleisch Probleme. Oder viele sind auch auf der Kieferebene sehr verspannt und beißen recht zusammen. Und diese Meditation wird heute einmal helfen, dass wir das so in die Heilung bringen und in die Korrektur bringen werden. Ich werde während dieser Meditation auch als inneres Bild verstorbene Zahnärzte rufen. Das soll jetzt bitte dir keine Angst machen oder da eine Geisterstunde sein, sondern das soll einfach nur diesen Impuls setzen, dass dir bewusst ist, dass jegliches Heilungswissen bereits in dir zu finden ist und alles irgendwo auf dieser Welt gespeichert ist. Das heißt, wir können jetzt auch, wenn wir sagen Heilung für die Zähne, ob wir jetzt Zahnmediziner sind oder nicht, können wir uns zumindest von dieser Frequenz inspirieren lassen, feinstofflich, und diese dann auch wirken lassen. Noch einmal, diese Meditation ersetzt keinen Arztbesuch, aber sie kann dir heilige, heilende Impulse reinsetzen. Zum Einstimmen der heutigen Übung, leg einfach mal deine beiden Finger hier so zum Kiefergelenk, dort wo du spürst, dass der Kiefer einfach so im Schädel sitzt. Einfach mal so diese beiden Finger hier hinhalten. Und dann schließt du jetzt mal deine Augen und du stellst dir vor, dass zwischen deinen Fingern wie eine Linie ist. Das ist also eine gerade Linie oder eine goldene Linie, also goldene Licht, aus goldenem Licht eine Linie. Und dort, wo du deine Finger hast, fließt Heilung. Das ist im Prinzip schon sehr ähnlich, was man macht, wenn man einem Kind aufs Knie bläst oder die Hand einfach auflegt oder da streichelt, wenn es sich verletzt hat, dass einfach mal so Heilung fließen kann. Und du stellst dir das jetzt mal vor, zwischen diesen Fingern fließt Heilung. Also dort, wo du deine Fingerspitzen spürst, fließt Heilung. Und in diesem Sinn fließt jetzt Heilung in dein Kiefergelenk hinein. Also visualisier das mal, stell dir mal vor, Heilung fließt ins Kiefergelenk. Und wie geht jetzt das Visualisieren? Also wir haben den Gedanken, Heilung fließt ins Kiefergelenk. Das ist einmal der Gedanke, Heilung fließt. Wohin? Was ist der Empfänger? Das Kiefergelenk. Dein Kiefergelenk, dein Unterkiefer ist jetzt der Empfänger dieser Heilung. Welche Farbe wäre eine Heilfarbe für dein Unterkiefer? Denk an eine Farbe, irgendeine Farbe, die dir einfällt. Was wäre eine Heilfarbe für deinen Unterkiefer? Und das kann jede Farbe sein. Dunkelblau, rosarot, grün. Da gibt es keine falschen Farben. Es können auch mehrere Farben sein. Und die fließen jetzt mal in deinen Unterkiefer ein. Also es fließt jetzt Heilungsenergie ins Unterkiefer. Das visualisieren wir in Farben. Heilungsenergie fließt in den Unterkiefer. Sehr gut. Und die nächste Ebene ist jetzt dann, Heilungsenergie fließt in den Unterkiefer. Das ist in Farben. Und was soll diese Energie jetzt bewegen? Warum fließt die dorthin? Soll das jetzt Verspannungen lösen? Soll das das Unterkiefer entspannen? Soll es vielleicht auch schon die Zähne heilen, die im Unterkiefer sitzen? Oder das Zahnfleisch heilen? Oder den Kieferknochen heilen? Das kannst du dir jetzt einfach einmal selber herholen. Heilungsenergie. Für das Unterkiefer.
in gewissen Farben. Und das soll jetzt einfach mal zum Beispiel auch die Wärme- oder Kälteempfindlichkeit heilen, die Zahnhälse heilen, die Parodontose heilen, also den Zahnfleischschwund, Karies soll geheilt werden. Die Lage des Kiefers soll optimal sein. Also die soll sich einfach ganz entspannt richten. Und jeglicher Stress, jeglicher Schock, der auf deinem Unterkiefer gespeichert ist, soll jetzt aus dem Unterkiefer abfließen. Und unter Schock können natürlich zahnärztliche Behandlungen sein, wenn da vielleicht mal gebohrt wurde oder ein Zahn gerissen wurde, operiert wurde, Weisheitszähne zum Beispiel, können auch solche Schock sein. Und dein Unterkiefer und die Zähne in deinem Unterkiefer sollen einfach in die höchstmögliche Schwingung gehen. Das heißt, ein goldenes Licht legt sich jetzt durch deinen Unterkiefer über deine Zähne. Und der Zahn wird geheilt, die Zahnwurzel. Das Zahnfleisch, in dem deine Zähne stecken, wird ganz stark. Entzündungen lösen sich. Auch dein Zahnschmelz regeneriert sich. Der Zahn wird optimal mit Energie versorgt. Es wird auch körperlich optimal versorgt. Und wenn du Zahnschiefstellungen hast oder Fehlstellungen, entspannen sich die jetzt und reihen sich in der höchstmöglichen Ordnung. Und um alle Aspekte abzudecken bei deinem Unterkiefer, bei deinen Zähnen, bitten wir jetzt einfach auch Zahnärzte, alle Zahnärzte, die jemals auf der Welt gelebt haben, alle Heiler, die jemals da gewesen sind, alles Heilwissen, was die Zähne und das Kiefer angeht, all dieses Heilwissen fließt jetzt in dich ein. Und du spürst, wie sich dein Unterkiefer mehr und mehr entspannt, wie diese Heilenergie durch dein Unterkiefer fließt. Wenn du in deinem Unterkiefer einen bestimmten Zahn hast, irgendetwas, das dir da jetzt Schwierigkeiten bereitet oder wo du Probleme hast, dann bitte einfach darum, dass dieser Zahn oder wenn es mehrere sind, diese Zähne jetzt optimal geheilt und ausgeglichen werden. Atme einfach mal tief ein und wieder aus. Tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt,
wie dein Unterkiefer angenehm weich ist und wie die Heilung da jetzt gut durchfließt. Und dieses heilende Licht breitet sich jetzt auch weiter aus in das Oberkiefer. Zu allen Zähnen in deinem Oberkiefer. Und während du diese Meditation machst, werden auch alte Zahnfüllungen, alte Plombierungen repariert, das heißt die alten Verletzungen geheilt. Und alles füllt sich mit einem unglaublichen, hellen, strahlend weißen Heilungslicht, sodass dein gesamter Mundraum, Zahnraum, deine Kiefer, deine Zähne optimal geheilt werden. Alles, was deine Zähne belastet, fällt jetzt ab, wird gereinigt, wird ausgespült. Alle Entzündungen klingen jetzt in deinem Mundraum ab. Und auch der Stress, der hinter diesen Entzündungen steht, die Aufregung, vielleicht auch die Aggression, löst sich jetzt und du spürst, wie deine Zähne in ein goldenes Licht getaucht sind. Und du spürst, dass eine tiefe Heilung stattfindet. Blockaden und Schmerzen werden ganz natürlich transformiert. Und auch die energetische Information hinter diesem Schmerz wird gelöst. Erschöpfungen, fremde Energien, alles, was nicht in deinem Mundraum gehört, Bakterien oder Viren, wird ganz natürlich ausgespült. Du kannst jetzt dann auch jederzeit, wenn dir dann danach ist, auch mal deine Hände entweder runternehmen, weil die Energie jetzt eh schon fließt, oder auch gerne die Lage dieser zwei Punkte verändern, also wie du möchtest. Da geht es nur darum, dass dich das inspirieren soll, dass das ein bisschen den Fokus auch hinlenken soll, wohin diese Energie fließt. Heilenergie in verschiedenen Farben zu deinen Zähnen, zu deinem Mundraum, damit sich da alles ausheilt, was jetzt Heilung benötigt. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Beweg einfach mal dein Kiefer. Du kannst auch gerne richtig gähnen, so richtig aufmachen
Und dann kannst du dir auch vorstellen, dass du nochmal mit einem Mundwasser wirklich ausspülst und das ausspuckst. Du kannst natürlich auch dann gerne direkt nach dieser Meditation auch nochmal so Mundwasser verwenden oder Zähne putzen, damit sich das nochmal reinigt. Und du spürst jetzt, dass du für heute eine optimale Heilsitzung für deine Zähne vorgenommen hast. Bedanke dich jetzt bei der geistigen Welt für die Hilfe und Unterstützung. Atme einmal tief ein und wieder aus. Beweg nochmal deinen Kiefer, streck dich nochmal durch. Spür mal, wie sich dein Mundraum, wie sich deine Zähne anfühlen. Und komm dann ganz ins Hier und Jetzt, diese Zeit in diesen Raum zurück. Und wenn du dich gut spürst, dann kannst du eben die Hände runternehmen, auch nochmal ausschütteln. Dann öffne deine Augen und komm ganz in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und du kannst natürlich jederzeit diese Meditation wiederholen. Gerade wenn du Themen mit den Zähnen hast, wenn da was drauf gespeichert ist oder wenn du mehr Probleme hast, dann kannst du das natürlich jederzeit wiederholen, so oft du möchtest. Ich möchte nochmal betonen, dass diese Reise keinen Arztbesuch ersetzt, auch keinen Zahnarztbesuch ersetzt, sondern dass sich diese Meditation einfach dazu inspirieren soll, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und einfach mal, dass du positiv auch mehr diese energetische Ebene in dein Leben einführst und mitnimmst. Denn das bedingt einander. Nach meinem Weltbild, aus meiner Sicht, gehören diese Ebenen zusammen. Das Konkrete, das Erscheinende, was wir sehen und das, was dahinter steht, was nicht erscheint. Und so können wir mehr Bewusstheit da reinbringen und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Nächstes Mal geht es weiter mit einer weiteren Körperreise. Da geht es dann um die Leber. Viel Freude mit der Technik und denk einfach dran, RNI bringt Energie und alles Gute für dich.